Übrigens, wenn ich jetzt gerade Großkreuz sehe, ist natürlich auch ein interessantes Thema. Frage ich jetzt auch mal dich. Ich meine, der Bundestrainer und der Teammanager der Nationalmannschaft haben den Großkreuz auch nicht rund gemacht wegen dieser Nummer, die er da im Hotel abgeliefert hat. Ich muss es jetzt gar nicht, weil es ein bisschen unappetitlich ist, so im Detail alles erörtern. Aber macht sich der Bundestrainer dann nicht auch ein bisschen angreifbar, wenn er jetzt den Lappen abgezogen bekommt? So Stichwort Vorbildfunktion? Ach was, also jede Woche müssen wir da immer, haben wir was zu diskutieren. Ich meine, der Jogi Löw, der wird im Jahr 50.000, 60.000, 70.000 Kilometer fahren, das mache ich auch. Ich muss den Führerschein auch schon abgeben, deswegen verteidige ich den lieber, weil wenn man zu schnell fährt, also heutzutage auf unseren tollen Autobahnen, und da hat man teilweise 120 oder 130, also... Tut mir bitte da eingefallen. Aber Sie sehen da kein Problem für einen Trainer, der auf der einen Seite Vorbildfunktion von Spielern einfordert, sie selber aber nicht zwingend halten kann. Aber wir müssen ja schon mal die Kirche im Dorf lassen. Also zwischen einem Fahrverbot wegen zu schnellem Fahren und dem, was jetzt da angeblich passiert ist in dem Hotel, da sind ja, was Vorbildfunktion angeht, schon noch mal ein paar Unterschiede. Und, er hat an eine Säule uriniert, sagen wir es einfach mal. Ja, aber trotzdem, also die zwei Dinge miteinander zu vergleichen, ich glaube, das ist Äpfel mit Birnen verglichen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn wir, glaube ich, bei der letzten EM war es doch, oder, wo Boateng ja auch die zwei freien Tage dazu genutzt hat, sich nicht unbedingt viel auszuschlafen und Ruhe zu gönnen, der war damals auch dabei. Also ich finde schon, dass man... Klar, das war jetzt nochmal ein Thema und das war vielleicht auch nicht glücklich, das weiß Kevin selber, aber Kevin ist ja normalerweise genau dafür bekannt, dass er eigentlich ein Mentalitätsmonster ist und der normalerweise alles tut für seinen Verein und für seine Mannschaft, und deswegen sehe ich das in dem Fall einfach auch so, der hat da tatsächlich eine zweite Chance mehr als verdient.